mein letzter Take, mein letzter Film mit Helga Müller, die ja unter dem Projekt mitgemacht hat, war so spannend und lang, dass wir gar nicht unsere drei Themen durchgekriegt haben in den 15 Minuten. Und nun also der zweite Teil. In der Vorstellung dieses Projektes über Cannstatter Frauengeschichte. Tatsächlich ist dieses Buch mit seinen 320 Seiten und 320 Abbildungen, dieses Buch ist das erste Buch, das ganz allein den Frauen gewidmet ist. Also es gab zwar schon über einzelne Personen Aufsätze, auch lange vor unserer Zeit zum Teil, aber was jetzt hier geleistet wurde, ist tatsächlich der Versuch einer Zusammenschau unterschiedlichster Biografien. Vom Dienstmädchen bis zur Politikerin, von der Schriftstellerin bis zur Ärztin, von der bildenden Künstlerin bis zur Schauspielerin oder Filmregisseurin. Und wir waren im Vorfeld, das ganze Team, in dem übrigens auch, das möchte ich erwähnen, Claudia Weinschenk, eine Historikerin aus Stuttgart, von Anfang an dabei war. Wir waren überrascht, wie viele unterschiedliche Biografien wir zusammentragen konnten für die Ausstellungen und dann zwei auch noch nachträglich in das Buch hinein. Ich habe das Buch aufgeschlagen und hier vor mir es beginnt ein Kapitel, das heißt, muss die Frau in der Gemeinde schweigen? Das ist auch ein kurzes Kapitel, das Helga Müller geschrieben hat in Zusammenschau mit einer Biografie, die im Prinzip an das anschließt, was wir in dem letzten Film gezeigt haben. Da ging es ja um Gudrun Ensslin und um Elisabeth Oehler-Heimerdinger. Gudrun Ensslin war eine Pfarrerstochter und Elisabeth Oehler-Heimerdinger, in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen, hatte sich in den Sohn des Dekans verliebt, der selber dann Pfarrer wurde. Sie wurde Pfarrfrau in China und dann später auch hier im Württembergischen. Und genau dazwischen, generationstechnisch, steht Lenore Volz. Man sieht hier ein Bild aus den 60er Jahren und das ist bei der Stadtkirche hier in Cannstatt aufgenommen und man sieht so eine Art Prozession hinter dem Dekan laufen, die anderen Würdenträger, Klammer auf, die eine Würdenträgerin. Und hier auf diesem Bild ist übrigens auch der Herr Ensslin drauf. Direkt hinter Lenore Volz sieht man sein schlankes Gesicht aufleuchten, hier in der Mitte. Und wenn Sie sich das Bild anschauen, dann sehen Sie, dass die Männer alle ein Bäffchen haben und die Lenore Volz hat etwas anderes. Es ist nämlich rund und es hieß Krägele. Und wir haben von dem Neffen von Lenore Volz, der auch Pfarrer wurde, haben wir fürs Museum auch dauerhaft ein Krägele von ihr bekommen. Da sind wir sehr dankbar dafür, denn Lenore Volz steht für ganz besonderen Mut innerhalb der Württembergischen Landeskirche. Was, Helga, war das für ein Mut? Ja, Lenore Volz, diese Frau hat, glaube ich, so ein Selbstvertrauen gehabt in sich selber, natürlich auch aufgrund ihres Glaubens, auf, denke ich, auch deswegen, weil ihre Eltern an sie geglaubt haben und ihr immer den Rücken gestärkt haben, ihre Schwester noch dazu. Und die Ideen, die sie hatte, da war sie sich so sicher. Auch wenn die, sagen wir mal, Jahrzehnte ihrer Zeit voraus war, hat sie diese Ideen verfolgt, hat sich nicht abschrecken lassen, hat sich nicht von einer dominanten, Männerwelt abschrecken lassen, sondern ist ihrem Verstand, möchte ich sagen, nicht glauben oder sowas. Das ist sowieso die Basis. Aber das, was sie per Verstand und auch per Menschlichkeit mit sich trug, das hat sie mit so einer Stringenz verfolgt. Faszinierend. Faszinierend. Sie hat Abitur gemacht? Ja, das war zu der Zeit natürlich Schon möglich? klar. Sie haben damals in Esslingen gewohnt und sie hat schon im Sinn gehabt, dass sie Theologie studieren will, schon sehr früh. Natürlich das Elternhaus geprägt, beide Elternteile stammen von Johannes Brenz ab. Ne? Dem Reformator Württembergs. Genau, und das wurde auch in der Familie natürlich gelebt.
obwohl der Vater war Finanzbeamter, die Mutter war aber schon sehr sozial engagiert, auch in Anführungszeichen frauenrechtlich schon fast unterwegs in Esslingen. Und dann ist sie aber von Esslingen ins Königin-Katharinen-Stift gefahren nach Stuttgart, weil sie da schon die Altsprachen lernen konnte, die sie fürs Theologiestudium brauchte, und hat schon nebenher auch noch zusätzlich Hebräisch gelernt. Also sie war schon darauf fixiert, Theologie zu studieren, obwohl es überhaupt keine Aussichten gab, was eine Frau mit Theologiestudium dann anfangen konnte. War ihr egal. Und dann hat sie ja 1940, da war schon der Zweite Weltkrieg, ihren Abschluss gemacht. Und dann kam sie nach Cannstatt. Und in ihrem Zeugnis stand der Satz: für den Talar nicht vorgesehen, glaube ich. Also das war so ein Standardsatz, der hieß, dass man eben, das war damals nicht möglich, als Frau keine Pfarrerin gemeindeleitend sein konnte. Was konnte man überhaupt sein? Was war sie dann hier? Also reine Hilfskraft. Ja. Reine Hilfskraft. Und das muss man sich dann auch vorstellen in dieser Zeit. Die Frau war sehr gebildet, ja, hatte ein exzellentes Studium hinter sich und musste sich dann hier immer nicht nur mit der zweiten, sondern der dritten Reihe begnügen. Und das brodelte in ihr. Mhm. Sie durfte nur ein bisschen Kinder betreuen, also überhaupt Religionsunterricht war schon eine Hürde, dass sie dann in die Schule gehen konnte mit Religionsunterricht. Ansonsten hat sie nur Kinderkirchen gemacht und in der alten Betreuung quasi tätig, ne? Mit Alten und Kranken. Mhm. Aber ansonsten, das, was sie wollte, sie wollte ja predigen. Sie wollte ja predigen. Das ging überhaupt nicht. Jetzt war es so, dass es ja Krieg war und viele Männer, auch Pfarrer, waren im Kriegseinsatz. Und im Krieg war manches doch möglich, was dann nachher wieder zurückgenommen wurde. Also da gab es eine Ordnung 1948, wo es dann wieder rückwärts ging, was zum Beispiel mal eine Trauerfeier halten oder eben eine Predigt. Sie durfte predigen im Krieg, aber nur kriegsbedingt. Also das war eine strenge Auflage. Mhm. Gut, also wenn kein Pfarrer da war, dann hat man dann natürlich halt doch auf die Frauen zurückgegriffen. Und sie hat hier in Cannstatt mehrere Kirchen betreut. Sie ist mit dem Fahrrad kreuz und quer gefahren. Ja. Und das war nicht einfach. Jetzt gibt es da diese berühmte Anekdote, die wir damals sogar zum Titel unserer ersten Ausstellung im Stadtmuseum gemacht haben. Ja. Und dass sie nach einer Predigt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr in welchem Ort, in Schmieden, dass da einer von der Gemeinde, also Kirchenpfleger, zu ihr kam und den klassischen schwäbischen Satz gesagt hat: sie ist recht quä. Also schwäbisches Lob, ja, sie ist recht quä. Und ich hatte schon damals immer, auch bei den Führungen, die ich zum Beispiel gemacht habe, oder auch wir gemeinsam haben ja Führungen durch den Stadtraum gemacht zu verschiedenen Frauen, die gerade aus dem religiösen Umfeld waren, also von Beginen bis eben zur Enslin. Ich habe immer gesagt, bis man zu einer Frau sagt, ist recht quä, muss die viel mehr leisten. Also die muss 200% leisten, damit sie das ist recht quä kriegt. Und nun war es so, was ihr nun gar nicht recht war, dass eben Ende der 40er Jahre das alles zurückgenommen wurde. Zwar konnte sie dann Anfang der 50er Jahre tatsächlich einen gebrauchten Männertalar für sich umarbeiten lassen und den auch tragen, den sie bei einer Pfarrerswitwe dann geholt hat und so. Und sie wurde dann auch das Fräulein Volz, wie sie ja dann offiziell genannt wurde, sie wurde ja dann praktisch Diakonin. Pfarrvikarin, das ist der genaue Titel damals. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte, die dann auch dafür spricht, dass die Cannstatter sie schon in ihr Herz geschlossen hatten, obwohl sie in manchem vielleicht eine etwas spröde Frau auch war. Man würde sich auch gar nicht wundern bei den ganzen Erlebnissen, die sie hatte in ihrem Leben darüber. Und diese Geschichte ist die Geschichte eines Frühgottesdienstes. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, ja. Also nach dieser Theologin-Verordnung, nachdem man praktisch die Privilegien, die man den Theologin, waren ja nicht viele in Baden-Württemberg, zugestanden hatte, in Kriegszeiten wieder zurückgenommen hatte,
Dann hat man ihnen praktisch so einen Zucker hingeschmissen, damit sie nicht ganz so enttäuscht sind. Und da durften sie eben Fahrvikarinnen werden mit ein bisschen, also erstmal ein bisschen mehr Geld, was schon ganz gut war. Natürlich längst nicht so viel wie ein Pfarrer. Und ein paar Dinge, die sie dann machen durften, aber noch nicht den großen Gottesdienst predigen oder sowas. Aber zumindest eben, dass sie eine kleine Anerkennung hatten. Hat sie sich natürlich darüber gefreut. Vor allen Dingen hat sie sich gefreut, weil also sie als zu investieren. Ja, sag's ruhig weiter. Wenn zu Investitierende heißt das dann, oder? Ja, also als ja, Einzuführende, ja, genau. Ja, oder? Genau, so heißt das. War das so, also bei den Männern, dass die dann ihren Gottesdienst, in dem sie da eingeführt werden, selber halten, also die Predigt. Ja. Und da hat sie sich total drauf gefreut. Das war ja das Ziel, was sie machen wollte. Und der damalige Dekan hat aber gesagt, nee, er möchte das selber machen, also und das stünde ihr dann doch nicht zu. Und das hat sie so geärgert, dass sie aber, und das ist genau so, wie sie war, dass sie überlegt hat, wie kriegt sie das hin? Und dann hat sie vorgeschlagen, ob sie da nicht im Frühgottesdienst, also im Kindergottesdienst um 8 statt um 10, die Predigt hält. Naja gut, da könnte nichts dagegen sagen. Und das hat sie gemacht. Und was passierte dann? Und das ist so süffisant. Also es war rappelvoll. Es waren nicht nur die Kinder da, es waren die Eltern mit da. Auf der Empore, die ganze Stadtkirche war voll. Und sie hat dann gesagt, es wäre so eine angenehme Stimmung gewesen und es wäre so ein beglückender Gottesdienst gewesen. Und in ihren Memoiren, in ihrer Erinnerung schreibt sie dann wirklich so ganz diskret, und von der Teilnehmerzahl konnte der Hauptgottesdienst um 10 nicht mithalten. Das finde ich klasse. Ja. Ja, also, und das zeigt heißt, auch, genau, das genau. heißt, dass sie allein durch ihre Arbeit schon so überzeugt hat. Ja, dass die Leute sie da auch nicht im Stich gelassen haben. Und ich glaube, es lag jetzt nicht daran, dass sie eine besonders liebenswerte, bemutternde Frau gewesen wäre, wo jeder sagt, oh, das ist eine ganz Liebe und das ist so. Nein, sie war eine beeindruckende Person, von der bestimmt eine natürliche Autorität ausging, mit einer Überzeugung und Klarheit und Haltung, die darüber auch die Menschen für sich einnehmen konnte. Und sie hat es tatsächlich geschafft, in verschiedenen Gremien, in die sie sich dann auch eingebracht hat, in den 50er und 60er Jahren, dieses Thema Frauen auf die Kanzel durchzudrücken mit Männern und Frauen zusammen, aber sie war, denke ich, auf jeden Fall der Motor hinter dem Ganzen. Und sie hat dann auch ein kleines Buch herausgegeben, Frauen auf der Kanzel? Fragezeichen. Sind Beiträge von ihr, aber auch von anderen in diesem Buch. Und wir hatten über den Neffen dann auch das ihr Exemplar, wo entsprechende Dinge vielleicht für Vorträge unterstrichen waren und so. Und tatsächlich hat dann die Synode einen Beschluss gefasst und das Problem war nur, dass sie dann zu alt war, um eine Gemeinde leiten zu können. Also das war dann gar nicht, das Thema war gar nicht mehr die Frau, sondern ihr Alter. Und dass sie dann noch was anderes, sie konnte doch Pfarrer, also sie hat den Titel Pfarrer bekommen. Sie war Frau Pfarrer, ja. Und das war für sie sehr, sehr, sehr wichtig. Denn wir hatten es vorher von der dritten Reihe. In der zweiten Reihe standen nämlich die Pfarrersgattinnen. Und nach dem Gottesdienst wurden dann der Herr Pfarrer verabschiedet. Und die Frau Pfarrer. Und dann auf Wiedersehen Fräulein Volz. Und das... also war das schon sehr wichtig, ja, dass Frau Pfarrer. Und es haben ja auch andere erzählt, also auch bei, ich meine, der Gemeinde oder du bei deinem Vortrag vielleicht, was da alles so mit ihr war. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass sie dann in der Krankenhausseelsorge hier in Stuttgart das mit aufgebaut hat und wirklich sehr tätig reformiert war, reformiert hat, bis sie schließlich in ihren Ruhestand gegangen ist. Und sie hat dann im Ruhestand eine Autobiografie geschrieben und als sie dann schließlich sehr spät, 2009 glaube ich war es, starb, hat sie sich im Talar auf der Hofkirche bestatten lassen und sie hat dann manchmal in den Gottesdiensten das Krägele bewusst getragen, auch als es nach 1978 nicht mehr Pflicht für Frauen war und manchmal eben auch das Bäffchen.
Ja, die 15 Minuten sind vorbei. Schon wieder. Und vielen Dank, Helga. Ja, gerne.